Hallo und herzlich willkommen zum ersten Kapitel unseres Kurses Programmieren mit Processing. In diesem Kurs erlernen Sie Schritt für Schritt die Grundlagen der Programmierung mit Processing. Doch bevor wir mit dem eigentlichen Programmieren loslegen, bieten wir in diesem Kapitel einen Überblick über die grundlegende Arbeitsweise des Computers und über das Programmieren. Dies ist wichtig, denn es bildet die Basis, um verschiedene Konzepte und Strukturen der Programmierung zu verstehen. Der Aufbau von Computern lässt sich grundlegend in zwei Teile unterscheiden: in Hardware und in Software. Die Hardware ist im Prinzip alles Physische, also alles, was man beim Computer anfassen kann. Dazu zählen zum Beispiel die Hauptplatine, das Netzteil, Gehäuse, Lüfter, Speicher, aber auch Grafik- und Netzwerkkarte, Bildschirm, Drucker, Tastatur oder die Maus. Zur Software zählen das Betriebssystem, zum Beispiel Windows, Linux oder OS X, sowie Programme oder Apps, welche auf dem Computer laufen. Oder eben Programme, die Sie selbst programmieren werden. Die wichtigsten Teile der Computerhardware befinden sich auf der Hauptplatine, dem sogenannten Mainboard oder Motherboard. Bei Apple-Rechnern wird das Logic Board genannt. Dort befindet sich das Herzstück von Computern. Dieses kann mit einer sogenannten von Neumann-Architektur modelliert werden und besteht aus CPU, Speicher und Ein-Ausgabe, die untereinander mit dem sogenannten Bus-System verbunden sind und über dieses miteinander kommunizieren. Die Central Processing Unit, kurz CPU, ist jener Teil, der alle Prozesse ausführt. Die CPU besteht aus zwei Teilen. Die ALU, das steht für Arithmetic Logic Unit. Sie ist ein elektronisches Rechenwerk und kann arithmetische und logische Funktionen berechnen mit Hilfe von 0 und 1. Die Control Unit, kurz CU, interpretiert die Anweisungen von Programmen und steuert den Ablauf der Prozesse sowie die einzelnen Komponenten. Die Daten, die die CPU zur Verarbeitung braucht, also zum Beispiel aktuell ausgeführte Programme, die Bildschirmausgabe oder ähnliches, liegen im sogenannten Arbeitsspeicher. Dieser wird auch Primärspeicher oder RAM, Random Access Memory, genannt. Jede Speicherzelle im RAM hat eine bestimmte Größe und eine eindeutige Speicheradresse. Über diese Adresse kann der Computer wahlfrei, das heißt direkt, zugreifen und ihren Inhalt, also den Wert, auslesen oder einen Wert abspeichern. Dadurch können Lese- und Schreibvorgänge zwischen CPU und RAM sehr schnell durchgeführt werden. Der RAM ist ein flüchtiger Speicher, das heißt in der Regel gehen alle Informationen im RAM verloren, wenn der Stromstecker gezogen wird. Um Daten dauerhaft zu speichern, werden Sekundärspeicher verwendet. Diese sind langsamer als der RAM, aber sie bieten eine höhere Speicherkapazität. Sekundärspeicher sind nicht Teil des Motherboards, sondern sogenannte externe Speicher. Das kann zum Beispiel eine Festplatte sein oder aber auch USB-Sticks, DVD und SSDs. Hier bleiben die Daten auch ohne Stromanschluss erhalten. Programme befinden sich standardmäßig im Sekundärspeicher, wo sie installiert oder abgespeichert wurden. Dort warten Sie darauf, genutzt zu werden. Wird ein Programm gestartet, so wird es zuerst in den Arbeitsspeicher geladen. Die CPU kann dann schnell auf die Daten des Programms zugreifen und es ausführen. Wird das Programm beendet, so wird es wieder aus dem Arbeitsspeicher entfernt, um dort Platz für andere aktuell ausgeführte Programme und Informationen zu machen. Damit wir überhaupt mit dem Computer kommunizieren bzw. interagieren können, oder eher auch mit uns, gibt es Eingabegeräte und Ausgabegeräte. Die Input-Output-Unit, kurz I/O-Unit, ist die Steuerzentrale, welche die ganzen Daten von den Ein- und Ausgabegeräten steuert. Sie kann als Schnittstelle nach außen gesehen werden. Sie ist also dafür zuständig, dass das, was wir auf der Tastatur eingeben oder mit der Maus anvisieren und klicken, korrekt verstanden, intern weitergeleitet und verarbeitet wird und die entsprechende Reaktion ausgelöst wird. Sie steuert auch, dass der korrekte Inhalt am Bildschirm angezeigt wird oder das korrekte Dokument an den Drucker geschickt wird.